Ja, schönen guten Tag zusammen. Ja, es war klar, dass es für uns hier sehr, sehr schwierig werden würde. Ich habe auch im Vorfeld schon gesagt, es muss für uns alles passen, damit wir aus Uerdingen was mitnehmen wollen. Die erste Halbzeit haben wir weitestgehend ganz ordentlich gestanden, wenig zugelassen, relativ wenig zugelassen. Dass dann das 1-0 auch aus einem Fehler von uns resultiert, ja, passte einfach insgesamt zu unserem Spiel. Weil mit Gegner, klar, haben wir ja auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr viele Tormöglichkeiten gehabt. Aber die Entscheidung zum 2-0, zum 3-0 oder auch zum 4-0 kam durch Fehler von uns zustande. An den Sieg von Uerdingen gibt es da überhaupt nichts dran zu deuteln. Auch in dieser Höhe ist das natürlich verdient, hochverdient, dass es nach hinten raus durch diese rote Karte ja, richtig schwer werden würde, das Ergebnis noch einigermaßen in den Grenzen zu halten. War klar, das haben wir geschafft, dass man Uerdingen natürlich auch die gute Offensive, die wir haben, nicht so in Schach halten kann. War uns auch von vornherein bewusst. Wie gesagt, die Niederlage ist von unserer Seite hoch verdient. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass wir gerade im Spielaufbau weniger Fehler gemacht haben, als das, was wir Anfang der zweiten Halbzeit getan haben. Und somit fahren wir mit leeren Händen nach Hause. Ob diese rote Karte berechtigt war, beziehungsweise diese Elfmeter, ich denke mal, so war es eine 50-50-Geschichte. Aber da wir hier in Uerdingen gespielt haben und da, ich glaube, Uerdingen 8 oder 9 Elfmeter schon bekommen hat, war es klar, dass der Schiedsrichter das Ding pfeift. Allerdings muss ich auch klar sagen, der hat das gut im Griff gehabt. Das war vielleicht die einzige Situation, wo man darüber diskutieren kann. Ansonsten hat er sehr, sehr ordentlich gepfiffen. Und ja, wie gesagt, hochverdienter Sieg und Glückwunsch zum Aufstieg. Danke. Ja, nach einer Vorbereitung, die länger war wie eine Sommervorbereitung, bist du immer gespannt drauf, was in der Mannschaft macht. Wir haben in 8 Wochen haben wir alles machen können, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben, würde man sagen, geübt gegen Gegner, die wir vielleicht nächste Saison treffen. Sogar einmal gegen Zweitligist. Da haben wir uns mehr wie ordentlich präsentiert, obwohl die Ergebnisse nicht immer ausgesagt haben. Aber von der anderen Seite, ich finde die Ergebnisse im Freundschaftsspiel, die sind ja zweitrangig. Die Art und Weise, wie wir uns da präsentiert haben, war für mich wichtiger. Und was wir in die 8 Wochen Vorbereitung gemacht haben, das habe ich heute gesehen. Wir sind topfit. Diejenigen, die, ich würde mal sagen, am Moment oder in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass wir einen starken Kader hatten in der Breite. Wir haben heute spielen können. Mike Kuta, der sich heute so präsentiert hat, wie ich mich das am Anfang der Saison vorgestellt habe. Und leider ist nach 8 Wochen Vorbereitung ist es dann bedauerlich, dass Benny Baltes in Kusi und gestern im Abschlusstraining Lukas Birschel, den wir endlich topfit hatten, der ist umgeknickt und der fällt vielleicht wieder länger aus. Nur man hat heute auch gesehen, dass wir einen kleinen Kader haben. Am Moment haben wir 16 Spieler plus 2 Torhüter. Aber der hat so viel Qualität in sich, dass ich mich da über den heutigen Tag wenig Sorgen gemacht habe. Vor allem, wir haben heute gezeigt, aber 90 Minuten den Gegner unter Druck setzen können, zu Fehler zwingen und das dann auch noch auf eine korrekte Art und Weise ausnutzen können. Also zum ersten Mal diese Saison bin ich absolut zufrieden. Nur, wir haben ein Ziel, wir haben uns im Winter ein Ziel gesetzt. Das ist so lange wie möglich ungeschlagen bleiben. Und, na gut, ich habe ja gesagt, 9 Spiele oder 9 Siege brauchen wir, um definitiv aufzusteigen. Hoffentlich werden es weniger, aber Ziel ist nicht immer ungeschlagen und so schnell wie möglich aufsteigen. Also brauchen wir 7. Aber so wie wir uns heute präsentiert haben, dann darf man sich als Trainer überhaupt nicht beschweren. Was mich am meisten gefreut hat, ist, dass wir topfit sind, dass die Jungs in die 8 Wochen. Ja, und wir sind einige, die gucken sich tagtägliche Training an. Ich glaube, was wir heute gesehen haben, ist das, was wir in 8 Wochen gemacht haben. Wir haben nicht eine Trainingseinheit ausfallen lassen. Wir haben auf Schnee trainiert, wir haben auf Eis trainiert, wir haben alles gemacht. Und ja, da war, muss ich sagen, sehr gut. Die Truppe verdient ein Kompliment vom Charakter her, geile Truppe. Und, wir beschäftigen uns jetzt mit besser werden.
Ja, unsere Mannschaft steckt auf 75-80%, da bin ich die feste Überzeugung. Und der nächste Schritt, der entsteht im Kopf. Und da arbeiten wir jeden Tag knüppelhart dran. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag.